Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man World Edit ganz easy benutzen kann auf der Bedrock Edition. Und es sind lediglich zwei Commands, seht ihr schon, habe ich hier aktiv für euch. Und man kann damit halt, wie gesagt, ziemlich cool zeichnen, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier so einen perfekten Ball gezeichnet. Und ich würde mal sagen, ich erkläre euch mal, wie er funktioniert. Wir gehen direkt zu den Commands, bevor ich die Funktionsweise erkläre. Und zwar haben wir erstmal einen einzigen Command, der die ganze Zeit irgendein bestimmtes Enchantment uns verzaubert. Wichtig ist, ihr habt jetzt hier benötigt Redstone, müsst ihr jetzt nicht haben, aber dass es auch wiederholen ist, das ist wichtig. Und der Command lautet, wie gesagt, schon Enchant, add a Tag, müsst ihr nicht machen. Ich habe jetzt so gemacht, dass nur die Leute mit dem Tag Edit das auch machen dürfen. Weil sonst könnte eigentlich ja jeder das machen und das ist ein bisschen Chaos, würde ich mal sagen. Aber so mit dem Tag könnt ihr einfach dann ganz easy jemanden kontrollieren, der das machen soll und machen darf. Und Riptide ist sozusagen jetzt die Verzauberung für den Dreizack. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Schärfe da rein tut, dann könnt ihr zum Beispiel mit einem Schwert das machen, mit einer Axt. Worauf geht noch Schärfe? Wie gesagt, auf alles, wo Schärfe drauf kommt, mit dem könnt ihr damit dann zeichnen. Das ist wichtig. Deswegen habe ich jetzt einfach Riptide genommen, das ist halt Sog. Und Sog geht ja nur auf den Dreizack. So haben wir jetzt einfach nur einen Dreizack, der dann einfach alles schön zeichnen kann. Das ist der erste Command. Dann haben wir einen Redstone-Vergleicher, der einfach dann wegzeigt von dem. Die Pfeile sind hier eigentlich auch egal, wie rum die sind. Hauptsache dieser Komparator ist jetzt einfach irgendwo dran. Und dann haben wir einen zweiten Command und der Command, der lässt uns zeichnen. Und zwar haben wir jetzt diesen Command hier. Execute at A, M ist gleich C, heißt einfach nur Modus ist gleich Creative. Also jemand, der den Tag Edit hat und im Kreativmodus ist, der kann dann zeichnen. Nur dann. Wenn ihr jetzt im Abenteuermodus seid und den Tag habt, dann könnt ihr nicht zeichnen. Dann haben wir einmal diese drei Dächerzeichen, das sind sozusagen die Blickrichtungen. 10, also ich habe jetzt 10 Blöcke von mir aus wegzeichne ich, ihr könnt es natürlich 100 machen, dann zeichnet ihr 100 Blöcke von euch selber entfernt etwas. Das ist natürlich etwas zu weit weg, deswegen habe ich jetzt aber 10 genommen. Dann haben wir einen Clone-Command und zwar Clone 14, 4, 13. So, der Punkt 14, 4, 13 ist bei mir der Punkt hier. Das ist jetzt die untere Ecke sozusagen. Ihr baut jetzt hier irgendwas dann vor, werde ich gleich machen. Und die zweiten Koordinaten, das sind die 20, 7 und 7. Und das sind sozusagen einmal über dem Punkt hier. Das müsste jetzt 20, 7, 7 sind, genau. Damit könnt ihr sozusagen so einen Cube euch markieren, so einen Würfel. Und in dem Würfel jetzt, der jetzt 3 hoch ist, oder ja, ich glaube genau, 3 hoch ist, da bauen wir jetzt irgendwas jetzt vor, was wir klonen wollen. Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen mal direkt an. Ich würde einfach jetzt irgendein, ich würde halt einen Baum jetzt bauen, würde ich mal sagen, jetzt mit dem Command. Und wir platzieren jetzt einfach diese Blöcke irgendwie random, wie gesagt. Ich habe jetzt 3 hoch meinen Würfel gemacht, deswegen dürft ihr nur 3 hoch jetzt bauen. Also bis hier ist die maximale Grenze jetzt bei mir. Ihr könnt natürlich auch einen 10x10 Würfel euch vorbauen und den dann klonen lassen. Das geht natürlich auch, nur es wird dann mehr laggen, weil ihr halt 100 Blöcke gleichzeitig euch klont oder mehr sogar 1000, 10x10x10, genau, das ist ja ein Würfel. Und wie gesagt, also desto mehr Blöcke ihr kopiert, desto mehr wird es laggen. Ich habe jetzt einfach einen 5x5 Würfel gemacht und ich denke mal, das reicht jetzt. Jetzt haben wir einen schönen Baumstumpf hier. Und wir haben jetzt unsere Koordinaten auch schon gesetzt, und zwar genau diesen Würfel. Dann haben wir noch die letzten drei Koordinaten, und zwar Welle minus 3, Welle minus 2, Welle minus 3. Könnt ihr genauso übernehmen, wenn ihr wollt. Bei mir ist es halt Welle 3 minus 2, das ist halt unter mir, dass es ein bisschen verschoben ist. Wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, wenn ich es kopiere, was ich damit meine. Und Mask Normal brauchen wir auch am Schluss. Und wir können jetzt eigentlich auch direkt anfangen. Und zwar schalten wir den Command an. Ihr seht, es passiert nichts, weil ich meinen Dreizack, unser Tool sozusagen, jetzt ich in der Hand halte. Sobald ich jetzt den Dreizack in der Hand halte, so, machen wir jetzt mal diesen hier, seht ihr, ich kopiere und ihr seht auch, dass dieser Komparator da unten, da will ich jetzt kurz hinzoomen, der geht an und aus, deswegen. Und der Command ist jetzt auch schon aktiv und wir können jetzt mal versuchen zu zeichnen. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt hier einfach mal einen Baum und ihr seht schon, wie das funktioniert. Und zwar gehen wir jetzt einfach nur lang und wir können auch einen ganzen Kreis um uns herum ziehen, seht ihr ja, hier so einen schönen Kreis. Und damit könnt ihr auch perfekte Kreise zeichnen. So, ihr könnt natürlich auch aufhören. Ihr müsst natürlich dann euren Dreizack rausnehmen aus der Hand. Dann passiert nichts mehr. Und wir können jetzt einfach schöne Kreise hier ziehen. Wir können sogar eine ganze Kugel um uns herum ziehen. Für so einen Baumstumpf können wir mal versuchen. Das ist natürlich jetzt ein echt hässlicher Baum, muss ich sagen. Aber es geht halt einfach so schnell. Ihr würdet halt im normalen Creative-Modus ein paar, ja, ich würde sagen, Stunden jetzt verbringen. Ich mache jetzt ein paar Äste jetzt hier ran. Dann werden wir noch gleich ein Blätter dran machen, würde ich mal sagen. So, hier ein Ast und dann geht es hier noch ein Ast drüber. Wie gesagt, das muss ja nicht gleich aussehen. So ein Baum ist ja einfach random irgendwie so. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir die Blätter. Fast hätte ich es noch vergessen. Ich habe euch nämlich nicht gesagt, wie man den Tag-Command sich holt. Und zwar, so geht er. Also ihr braucht einfach einen /Tag, add a. Also ich habe jetzt add a, jeder Spieler. Ihr müsst dann halt natürlich euren Gamer-Tag da eingeben, wenn ihr nur euch den Tag geben wollt. Oder halt add a mit einem
keine Ahnung, mit dem Radius könnt ihr auch machen, die Leute, die in eurem 10-Meter-Radius sind oder wie auch immer, add und dann den Namen hinschreiben. Ich habe jetzt edit, ihr wisst ja, ich habe jetzt hier drin im edit, im Command, genau hier, Tag ist gleich edit. Also müsst ihr halt natürlich gleich schreiben und dann könnt ihr auch dem Spieler die Rechte vergeben. So, reicht jetzt, haben wir jetzt ein paar Blätter hingepackt und ich glaube, ich habe den Command, habe ich den an? Ja, ich habe den an, okay. Und jetzt können wir mal probieren, unseren verkrüppelten Baum zu dekorieren. Und zwar nehmen wir jetzt hier wieder unser Werkzeug hier raus und es klappt ziemlich gut, würde ich sogar sagen. Das war's jetzt auch, unser Baum. Ja, das unten, das, ja, weiß ich, sieht ein bisschen so aus wie ein Topf, muss ich sagen, so wie eine Topfpflanze. Aber oben habe ich ihn gut ausgekleidet und so schnell könnt ihr, wie gesagt, einen Baum bauen mit World Edit. Ihr könnt euch auch riesige Berge damit bauen, alles mögliche, ganze Höhlen. Und wie gesagt, das war's auch von dem Video. Wenn es euch geholfen und gefallen hat, dann würde ich mich gerne über eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.